So, heute mal ein Reh. Rehe, das sind die kleinen süßen Bambis, die auf dem Feld stehen. Und wenn sie auf dem Feld stehen, ist es natürlich eine schicke Sache. Wenn sie dann aber mal den Maiwuchs wegfressen oder in den Weinberg gehen, dann wird es fast schon ein Schädling, weil so ein Reh verdrückt eine Menge Triebe. Und deswegen sollten wir alles, was der Wolf nicht schafft, selber essen. Und auch an alle, die gerne vegetarisch essen, um Tierwohl und so weiter, ist so ein Reh natürlich die Ideallösung. Aus dem einfachen Grund, artgerechte Haltung, weil es hat er dort gelebt, wo er selber leben wollte. Und es stirbt ohne Transport und wenn es knallt, ist es schon tot. Also im Prinzip ist Wild das Beste, was man tun kann. So, Hals. Das wird jetzt ein Ragout, wird ausgelöst, Ragout. Die Knochen, das gibt eine Soße. Das Tier wiegt jetzt so, wie es hier liegt, 14 Kilo. Das heißt zu Lebzeiten ungefähr um die 30, etwas mehr, 35, weil die Decke ist sehr schwer, das Fell quasi. Die Innereien spielen eine Rolle. Jetzt geht noch die Hälfte der Knochen weg. Also der Ertrag bei so einem Tier ist schon relativ dünn. Das hing jetzt eine Woche mit Decke, also die werden vor Ort aufgebrochen. Dann kommen die mit Decke in ein separates Kühlhaus. Nicht bei mir logischerweise. Ich bekomme es dann nur abgezogen geliefert. Aus dem einfachen Grund, weil ich das Fell, wo ja kleine Tierchen drin sind, Zecken und so weiter, hier im Restaurant nicht haben möchte und darf. So, auch das hier. Kann Ragout werden oder man könnte auch einen Rollbraten machen. Die Verwendung, Buletten kann man machen, Bolognese kann man machen. So, und jetzt schneiden wir kurz die Rippenbögen durch. Ja. Das ist das Schöne, man muss nicht hacken und nicht sägen. Eine solide Schere reicht. So, das Ganze machen wir nochmal. So, den Feinputz, da machen wir dann später, aber da braucht es nicht unbedingt die Kamera, weil Würfel schneiden, Knochen hacken, das sind ja Dinge, die kann sich glaube ich jeder vorstellen. Na komm her. Ach so, der Vorführeffekt. Machen wir es doch so rum. Ja, geht besser. So, jetzt lösen wir uns den Rücken aus. Erst die Filets noch, genau. Die sind auf der Innenseite. Ideal zum Kurzbraten. Und jetzt lösen wir den Rücken aus. Man kann natürlich der gute alte Rehrücken im Ganzen gebraten. Wäre das jetzt so, putzt man alles ein und dann im Ganzen in den Ofen geschoben. Aber dann braucht es immer ein paar mehr Leute, die auf einmal das alles essen wollen. Wir haben ja hier à la carte Geschäft, das heißt, wir müssen es portionieren und nur das essen, das Auslösen so vorbereiten, dass wir einzelne Portionen machen können. Und auch hier wieder. So, das ist natürlich der kleinste und edelste Vertreter aus meiner Sicht. Es wird dann größer mit Dammwild, dann kommen noch die Hirsche. Alles eigene Sachen, eigene Geschmäcker. Reh ist halt, ja, ist halt Reh, ne? Ich vergleiche es immer nicht gerne. Wie gesagt, das ist das Rückending, das absolut hochwertigste in meiner Welt. Wobei hochwertig nicht mit lecker, denn ein solides Ragout ist ja allemal genauso gut wie ein rosa gebratener Rehrücken. Aber es ist natürlich aufgrund der Verteilung an dem Tier einfach hochwertiger, weil es weniger ist. Ich kann also aus dem Reh 20 Portionen Ragout machen, habe aber nur 4 Portionen Rücken auf gut Deutsch. So, den Rücken putzen wir jetzt etwas besser ein. Soll ja auch gut aussehen. So, und das sind die Kleinigkeiten. Das ist auch gutes Fleisch. Daraus kann man Ravioli machen. Kann man Maultaschen machen, Bolognese kochen, Wurst machen. Also das ist der Vorteil, wenn wir ganze Tiere verarbeiten. Wir haben halt Knochen für die Soße, wir haben die ganzen anderen Dinge. Und das ist eine Art Wertschätzung bei mir. Das ist, der Lehrling lernt was, ja, auch das spielt eine Rolle. So, und wir machen jetzt nur das, was wir dann später gleich brauchen. Die eine Seite, den Rest mache ich später in Ruhe. So, die Sehne wird quasi abgeschwartet. Das ist eine ganz wirtschaftliche Geschichte.
und zack ist die Sehne weg. Brauchen wir später. Da wird es noch mal ganz kurz, das Auge ist ja mit, aus dem Grund noch die Knochen einputzen. Mit der Messerrückseite wäre sonst fatal, weil das würde dann die Klinge ruckzuck stumpf machen. Und die gute Kante vom Messer kratzt am besten. Sehr schön. So, sieht gut aus. Legen wir jetzt etwas warm. Jetzt würde ich noch eine Keule auslösen. Das wäre jetzt eine Rehkeule. Man könnte es auch im Ganzen schmoren, am besten mit Knochen. Zieht sich nicht so zusammen. Wir lösen es aber aus. Mit so einer Keule kommt man gut, ich würde mal sagen, für 10 Leute hin. Weil man muss überlegen, es gibt ja noch was dazu. Ja, ist ja keiner wie früher vor 1000 Jahren oder 5000, keine Ahnung. Nur das Fleisch, sondern wir haben ja heute leckeres Gemüse dazu. Wir haben Beilagen dazu. So, jetzt könnte man hier das abschneiden, was ich auch mache. So, absägen, hätten wir eine geschmorte Rehkeule oder Haxe, geht auch. Würde ich es sägen, in dem Fall lösen wir es damit aus, wird auch Ragout. So, und hier bei der Keule haben wir halt die verschiedenen Teile. Und das ist auch so eine Sache, wenn man mal weiß, wo was ist, kann man auch aus der Keule noch wunderbar Kurzbratstücke holen. Die Sehnen gehen alles weg. Dann haben wir die Oberschale, die Rolle, die Unterschale und hier noch die Nuss. Und alles, was dazwischen ist, wird eingeputzt. Das, was wirklich nur Sehne ist, das fliegt mit in die Soße. Alles, was Abschnitte sind, kleine Endstücke, kommen in die Hackmasse. Die Sehnen weg, so gerade schneiden. Und dann lässt sich auch eine Unterschale vom Reh, wenn es richtig gereift ist und ordentlich geschossen ist, wo ich immer sage, André, ich bringe bitte nur Rehe, die einen schnellen Tod hatten. Weil es gibt ja Jäger, die nicht mehr so klar gucken und die schießen dann die Tiere über den Haufen. Da tut es einem fast schon leid, aus dem einfachen Grund, die kriegen einen Adrenalinschub, die können auch 10 Meter rennen, verbluten, also ganz elende Geschichten. Aber wie gesagt, das ist eine Ausnahme. In erster Linie, es knallt, das Tier ist tot, wird abgehangen, also 100% saubere Ware. Auch hier wieder der ganze Feinputz, solche Endstücke, ne, wunderbar zum Schmoren. Ist durchwachsen, gibt ein mega saftiges Ragout. Alle Reste werden Hack. Oberschale lässt sich auch kurz braten. Kurz braten heißt als geschnetzeltes zum Beispiel, wird quer zur Faser geschnitten, in eine leckere Soße anbraten, nicht mehr aufkochen, nur noch kurz ziehen lassen, aus die Maus. Und wir haben ein ganz zartes geschnetzeltes, ein perfektes geschnetzeltes, funktioniert so, dass die Fleischstücke in der Mitte quasi wie ein Mini-Steak gebraten sind. Dann ist die Welt in Ordnung. So, fertig. Ich gehe Hände waschen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de